Willkommen zurück zu Warrior Soldier 3 und jetzt geht's hier weiter mit Battle of Yanping Gate. Und hier treffen wir tatsächlich die... Nee, wir treffen noch gar nicht Shingen Takeda und Uesugi Kenshin. Oh. Nee, dann treffen wir hier auf mächtigen Krieger wie Tadakatsu Honda und Zheng Fei. Nachdem sie von Daji gehört haben, dass sie nach Kushikas aufbrechen, das Erscheinen der Hüter zu verhindern, marschierten Machao und die anderen zur Hauptstadt von Chengdu. Zur Hauptstadt von Shu Chengdu. Bei Kushikaze zu erscheinen, müssen sie durch die Ländereien von Shu und den Tokugawa-Clan. Das würde meinen, dass sie. Ja, dass sie die Kooperation von beiden Clans bräuchten. Beide, Liu Bei, der Herrscher von Shu, und Ieyasu, der Herrscher des Tokugawa-Clans, waren wohl bekannt als Champions der Tugend, der tugendhaften Regel. Die Widerstandsarmee glaubte, dass falls die Situation klar gemacht wurde, beide Herrscher ihnen zuhören würden. Wie auch immer, die Dinge sind nicht so einfach zu beweisen, wenn sie da beim Yangping-Tor erschienen. Zheng Fei und Tadakatsu Honda und die anderen tapferen Generäle, kann man beides sagen übrigens, von Shu und den Tokugawa standen vor ihnen. Ja, und da sieht man sie schon, die kranksten überhaupt. Also die hauen richtig rein, Tadakatsu und Zheng Fei. Ich habe gedacht, dass Liu Bei direkt anzusprechen, aber naja, unser Vater wurde versperrt. Sieht aus, als würden sie wissen, dass wir mit Daji zusammenarbeiten. Zheng Fei ist in die Ring. Dann müssen wir schnell die Klingen benutzen. Die Wörter. Jetzt muss ich gehen und meinem Bruder stellen. Zheng Fei, Chao Yun, Tadakatsu und da. Sie haben viele von den mächtigsten Krieger, die es je gab, versammelt. Schrecklich, ich kann es nicht warten, dass die Schlacht hier anfängt. Oh, Toshi hier, Maeda, macht auch mit. Ich habe gewählt Sunjian, Shakyao und Sushi. Ja, wie ich schon im letzten Part angedeutet, jetzt muss ich mal einen 99er mitnehmen, weil sonst, also, die Charaktere neigen sich langsam Ende zu. Und nicht, dass ihr am Ende nur 99 habt, das bringt's ja dann nicht. Darum immer ein 99er nur zum Zeigen, den werde ich dann am wenigsten benutzen. Denn der wart auf diese 99er Charaktere, wart halt nur der Chaos Mode. Aber ich möchte es auch im normalen durchspielen. Einfach mal jeden dabei haben. Why not? Und ich habe was vergessen. Ja, jetzt erstmal ein Filmchen. Wie magst du es denn hier zu helfen, Bruder? Nein, Guan Yu! Ich hoffe, du bist fertig. Weil ich dir einen Lesson geben will, ja. Lesson, wie kann man es sagen? Na egal. Ich hörte es schon davor. Ich habe keine Zeit für Entschuldigung, Zheng Fei. Lass die Klingen sprechen lassen. Ich bin sicher, dass wir beide das gleiche tun werden. Ja, toll. Jo, los geht's, die große Schlacht, aber ich hab was vergessen, ich wollte euch nachher die Siegesbedingungen zeigen. Und ich hab das dritte Kostüm von Sun Jian, weil es am geilsten aussieht, weil nichts gegen alte Leute, aber Sun Jian sollte so aussehen. Ja, nicht so alt, ich finde das doof, in DW6 und 7 haben sie ihn so alt stehen lassen, finde ich nicht gut. Für den Kaiser, ist zwar der Vater und schon ziemlich alt, aber
kommt mit Huangai und so nicht mit. Na egal, Guan Yu darf nicht sterben, Zhang Fei muss, ja, Brüderfight, ne? Bro-Fight! Bruder gegen Bruder. Unsere Gegner sind die tapfersten Generäle von Shu und den Tokugawa. Jetzt müssen wir uns anstrengen, ja, Guan Yu, du sagst es. Hi, wir haben ja Sun Jian dabei. Ja, Strategien, einfach angreifen. Oh, bist du ein Hong. Zhang Fei, ich bin hier der Oberstratege. Ist das Guan Yu? Ja, oh mein, müssen wir jetzt doch Strategien verwenden. Bestimmt. Ah, das ist mein nächster Gegner. Ich werde zerschmettern. Ja, das muss ich halt nicht übersetzen, weil der kam jetzt da so direkt hinterher. Da mache ich jetzt down. So, und tschüss, Mann. Wie mache ich den Ex-Angriff nochmal? Ah, yes. Epic. Okay. Ich denke mal, man hat die Maus gesehen, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Der Ingame ist gerade extrem leise und ist sowas so eingestellt wie immer. Keine Ahnung, vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Schon zu viel Ape Escape und so wieder aufgenommen heute. Ja. That's a problem. Ach egal, einfach weiter hier. Sorry dann für die kleine Unterbrechung, aber nein. Wird wohl nicht so schlimm sein. Blub, blub, blub. Ja, das Sushi, natürlich voll gemoddet die Waffen. Und guckt euch das live an. Ja, ist natürlich krass, ne? Level 99. Ready for Chaos Mode, Freunde. Kannst natürlich eigentlich nicht mehr in normalen Mode nutzen, das ist ja langweilig. Hat ja gar keinen Spaß. Und werde ich die auch gleich nicht mehr nutzen. Ich zeige euch nur die Moves. Show you me your moves. wo ist der scheiß Messenger jetzt? Scheiß Messenger, du. Ah, da kommt er. Los, nimm ihn auseinander. Ja, One-Hit ist klar. Tomboy, sagt er immer. Oh mein Gott. Naja, googelt bitte nicht Tomboy. Na, lass es an. Ja, über die Brücke können wir. Ich hätte jetzt noch ein bisschen nutzen, nur dass ihr mal so grobe Übersicht über die Skills habt, oder nehme ich den auch nicht mehr. Nur dass ich sagen könnte, warum ist das Sushi genommen, wenn du den nicht nimmst. Ja, kann das so cool machen, das ist episch. Aber das ist mein Lieblingsangriff, weil er so oft, also so kann man so große Kombis mitmachen hier. Zack, 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 hört gar nicht mehr auf und dann irgendwann noch so schön Range. Nicht zu vergessen, den Angriff nicht. Den hatten wir jetzt schon. Den! Bam! Und ich wechsle jetzt zu Xiaokyo. Und schwupp. Ah, schön Windattacken, ja. Oh, River. So. Haut doch ab, ihr Hongs. Habe ich die eigentlich Preparation? Habe ich Preparations für Xiaokyo gemacht? Ja, zum Glück. Puh, ich dachte schon, ey. Ohne Items sehe ich doch ein bisschen alt aus. Also Items brauchen wir immer eigentlich. Auch wenn es nur die Tenjiya Armor ist und die macht halt nur Pfeilschutz Projectile Weapon, aber es ist ganz gut im Chaos Mode, aber ich nehme es trotzdem nicht. Dann nehme ich einfach Abwehr und Jut. Aber trotzdem ist es nicht schlecht, die Tenjiya Armor darf man nicht unterschätzen. Send Reinforcements, wo ist der nächste Messenger? Ah, da bist du also. Raus! Down! Keine Verstärkung mehr, so muss es sein. Und Fazeng, wo bist du denn, mein Freund? Freund oder Feind? So, Fazeng, deine blöden Bogenschützentruppen, ne? Die kannst du auch sonst wo hinstecken. Warum gehst du jetzt baden und... Ja, ja, da kommen sie nicht, die Archers. Die Bogenschützen, da muss er jetzt down gehen, sonst gibt es ein Problem da unten. Für Yuki Murasana da, weil der kämpft da unten. Oh, selbst du, Yuki Murasana da. Er muss auch unter irgendeiner Zauberei leiden. Mein Speer wird dich das Gegenteil lehren, oder was? Down! Auch wenn es ewig dauert mit Jackie aus, mir scheißegal.
Nein, da unten sind jetzt nicht plötzlich so viele Offiziere aufgetaucht. Das sind die scheiß Archers. Ja, Archers have retreated. Ja, Defense Captain, meinetwegen. Oh, der Feierregen ist vorüber. Jetzt können wir ins Main Camp, also ins Hauptlager. Ja, dann helfen die mal ein bisschen hier. Zhao Yun killen. Macht Sun Jian mal. Wird schneller. Oh, Sushi hat geholfen. Ja, ist doch schön. Was willst du, Meng da? Idiot. Ja, geht. Ich finde die Kampfschreibung geil von Sun Jian. Hört mal genau zu. Jetzt. Bam! Oh, richtig geil. Sun Jian gefällt mir auch super gut. Oh, da konnte ich mal. Bam! Na, komm schon. Ja, down hier. Jetzt können wir auch ins Hauptlager, genau wie die anderen. Finde ich super. Aber... Ach so, nee. Die Verstärkung kommt ja nicht. Die haben wir verhindert, dass sie kommt durch die Messenger. Finde ich jetzt mal endgeil. Weil wir jetzt... Ja, jetzt können wir eigentlich schon reinstürmen. Das ist natürlich noch Tadakatsu, ne? Der Lubu des... Ja, der Samurai Warrior, aber hier sagen sie mal, das ist der Zheng Fei, der Samurai Warrior. Ich finde, das ist der Lubu. Weil, warum ist das der Lubu? Weil der auch einen eigenen Soundtrack hat, genau wie Lubu und boah, Zheng Fei halt nicht. Naja, Ansichtssache, ne? Ja, auf zu Tadakatsu, auch wenn ich ein bisschen Schiss hab. Na, normal Mode, reiß dich zusammen, sind wir. Tja, Tadakatsu, ne? Wenn ich kann immer noch zu Sushi switchen, aber mach ich nicht. Habt ihr jetzt gesehen und ich bin nicht so ein Honk, der jetzt einen 99er nimmt. Oh! Fuck man, der killt mich doch jetzt! Oh ne, das war schon alles. Was ich finde, die meisten Samurai Warriors, die haben echt einen scheiß Musu-Angriff. Und schon down, ja, und tschüss, Mann, wie er nichts konnte, ey. Ich mach mir noch Angst, ich hab mir noch Angst gemacht und Sorgen gemacht, ja. Epic Fail. So, Sun Jian, du nimmst noch ein paar Reisbällchen. Na egal. Zhao Qiao macht mal Zheng Fei platt. Bam! Wie der Angriff nichts wegnimmt und so viel kostet. Wie lächerlich. Oh. Okay, Sun Jian macht Zheng Fei platt. Ist nichts für Zhao Qiao. Wieso mal kein True Triple, Mann? Ja, so geht's auch. Fürchte Tiger von Jiang Dong. Ja. Und tschüss, Mann. Ha, nicht schlecht. Werde ich raushören. Hä? Okay. Oh, ich will wissen, dass ich den nicht besiegen kann, Bruder. Du hast mich geschlagen und ganz fair und so. So, jetzt werde ich dir zuhören, was du mir zu sagen hast. Du hast deine Macht bewiesen und jetzt hören wir dir auch zu, was du zu sagen hast. Der Grund, warum wir mit der G sind, ist weil... Ja, weil... Sagt er nicht. Obwohl es schwierig zu glauben ist, dass du von der Zukunft bist, glaube ich dir, Meister Guan Yu. Ich glaube dir. Oh mein Gott. Wolfsfang. Eigentlich der Tiger, aber Wolfsfang halt. Epic Fail. Bla. Boah, Braun plus 4. Yes, man. Weg damit. Braun ist immer gut. Vor allem für Melee. Weg damit. Battle Fan. Ach, brauchen wir nicht. Ja, wenn die eine große Sympathie zu einem Charakter haben, die Offiziere, dann geben, schenken sie auch eine Waffe. Ich sag, weil er 99 ist. Im nächsten Part, Freunde. Oh, neues Kostüm. Ja, okay. Ja. Im nächsten Part, Freunde, werden wir Kenshin, Uesugi und Takeda Shingen treffen, bekämpfen, wie auch immer.
wird eine ziemlich schwierige Schlacht, weil die beide gut Strategen sind und bestimmt wieder was ausgeheckt haben mit Hinterhalt und so ein Schmarrn. Lasst es euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao.